zur Kirche zu gehen, war eine gute Idee. Jetzt weiß ich, dass Aljoscha noch lebt. Ich kann die Aurora noch immer nicht anfunken, aber wenigstens weiß ich, dass sie sich mit uns am Damm treffen wollen. Es gibt allerdings auch schlimme Neuigkeiten. Anna geht es schlechter. Ich muss zu ihr zurück. Und das ganz schön schnell. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ja, wir sind, was haben wir? In der letzten Folge haben wir uns mit den Bären, genau, mit diesem Gebieter des Waldes, so wie er sie, wie er genannt wird, ja, auseinanderschlagen müssen, der sich dann Gott sei Dank, nachdem er 3-4 Mal angezündet wurde, sich verpisst hat. Oder gestorben ist, wer weiß. Ich habe keine Ahnung, ob wir den jetzt noch wiedersehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir den durch haben. Unsere nächste Aufgabe besteht darin, jetzt erstmal den richtigen Weg wieder darunter zu finden, weil wir sollen ja so langsam irgendwie so einem Piratengebiet, wie auch immer, und im Idealfall nicht mit den Jungs auseinandersetzen müssen, wollen, können, dürfen, wie auch immer. Wir brauchen nämlich ein Boot, überhaupt zum Damm zu kommen, weil Schwimmen ist nicht. Dafür ist die Strömung zu stark, wie wir das schon ein paar Mal gemerkt haben. Aber jetzt wollen wir natürlich gleich mitten in der Story weitermachen. Ich weiß nämlich auch nicht, wie viel noch zu tun ist in diesem Spiel, in Metro Exodus. Ich weiß auch noch nicht, was das Nachfolgeprojekt wird, weil wir überhaupt einmal irgendwann durchkommen. Ich weiß es nur bei Mafia, da wird es mich wirken, aber sie, das ist definitiv. Die Frage ist, was machen wir hier nach? Wir haben natürlich Vorschläge gehabt, auch der Motto, ey, das Spiel musst du unbedingt machen. Dann gucke ich mir das mal an. Es können, also ich habe die Tendenz, es könnte wahrscheinlich Far Cry New Dawn werden. Also zumindest den Anfang hin war ja mittlerweile, so die ersten 3 Folgen. Jetzt können wir offiziell online spielen, ob wir das bald mal anfangen wollen. Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall schauen. Naja, wie dem auch sei. So, ich muss natürlich jetzt einen Moment warten. Ist ja hier irgendwie wieder fertig geladen. Ihr kennt das mittlerweile aus diesem Spiel. So, er muss und laden. Das dauert immer alles ein bisschen. Ich hoffe, dass wir oben starten in der Kirche. Das wäre super, dann wäre der Weg einfacher. Jetzt geht's los. Jetzt soll ich nämlich rauschen im Ohr. Und jetzt können wir in der Story weitermachen. Nee, wir stehen immer noch da, wo wir zuletzt waren. Okay, dann geht's jetzt weiter mit dem Let's Play hier. So, da sind wir ja durchgegangen. Wer sich erinnert, hier sind wir nämlich auf den Bären irgendwann getroffen. Der da hinten durch diese offene Tür durchgebrochen ist. Aber irgendwie müssen wir doch da durchkommen. Da ist er nämlich raus, aus dieser Lücke hier. Aber ich frage mich, ob wir da durchkommen. Jetzt komme ich auch runter. Moment. Scheinbar nicht, oder? Oh, oh. Das war natürlich nicht der wirkliche Plan. Das geht schon mal wieder. Ja, super los. Verdammt, Alter. Ah. Jetzt sind wir schon mehr am Ladebildschirm als im Spiel selber. Ich muss mich irgendwie mal den richtigen Weg finden. Aber irgendwie muss der doch zu finden. Ja, aber das dauert diesmal nicht so lang wie eben. Da sind wir wieder. So. Äh,
Da müssen wir aber auch lang. Ja, mal sinnvoll die Karte zu finden. Also irgendwie in die Richtung auf jeden Fall. Pass jetzt ein bisschen auf. Also das müssen wir irgendwie. Wir müssen da irgendwie runter. Und die Frage ist, wie komme ich da runter? Oder? Ist das denn überhaupt der richtige Weg? Ja. Ne? Ja. Also wir müssen da irgendwo hin, wo wir hergekommen sind. Hier kommen wir nicht weiter, die Höhle. Aber ich glaube, wir könnten hier durch. Rein theoretisch, ich versuche es mal. Oh. So. Die Schlange da, wo sind, wollte ich nicht unbedingt. Wollte ich halt nicht unbedingt ärgern. Scheiße. So, die Frage ist. Oh mein Gott, ich hasse das, wenn ich auf ewig nach Wegen suchen muss. Ist das richtig? Wir sind vollkommen in einer anderen Richtung. Okay, dann müssen wir doch wieder zurück. Ich hasse das, wenn ich ewig nach Wegen, irgendwelchen Wegen suchen muss und wir einfach nicht in der Story weiterkommen. Es muss ja doch irgendwie einen Weg geben. Der ja hier richtig sein könnte, der könnte. So, ich mach mal das Licht an. Bei Feindkontakt scheint man hier nichts, kann man nichts befürchten. Ich glaube, wir sind nämlich richtig, weil wir wieder in die Banditenlager zurück sind. Das könnte nämlich der richtige Weg sein. Also irgendwie muss es ja wieder zurückgehen, ohne dass wir da, wenn wir da mal zufällig aus der Sinn runterfallen oder sowas. So. So, da sind wir jetzt richtig. Hergekommen. So. Aua.
Jetzt muss der da irgendwie weitergehen jetzt. So, ich muss mich gerade ein bisschen mal erholen. Naja, speichert zumindest mal. Ich habe noch 9 Pfeile. Müssen da schon mal wieder zurück oder was? Ich muss mich trotzdem mal irgendwie orientieren, das kann doch nicht sein. Müssen wir da und wieder lang. Achso, ist nur nervig, okay. Ich muss mich weiter. Ich hoffe, dass wir auf den richtigen Abfluss im richtigen Weg hier sind. Ja. Moment, hier kommen wir ja her. Ziemlich. Wir werden Pfeile, wenn überhaupt lieber. So, mal gerade nebenbei. Wir sind doch straight da lang. Also scheint es ja irgendwie doch lang zu gehen.
So, ich muss mal kurz das Licht laden für die Batterie laden für das Licht. So. Warum ich das immer mitgeschleppt habe, weiß ich nicht. Also schauen, muss es doch wieder irgendwie da runtergehen. Okay, den habe ich vorher überhaupt nicht gesehen. Hab ich auf mitgeschnitten den Typen. Aber wie muss es doch hier möglich gehen? Was war das hier? Das falsch jetzt, okay. 6 Stück. Nice. Noch mehr. An den ganzen Kreuzen hier sind noch falsch mit über. Also zumindest da ein paar. So, also hier wieder hoch oder was? Sorry, also dann habe ich mich halt ein bisschen umgesehen. So, so, ich habe 12 Pfeile wieder für unten, aber 16 insgesamt. So. Es muss ja irgendwie da lang gehen oder was? Oder sehe ich das etwa komplett falsch? Ja? Achso, der Schuh, ja. So. Also schauen wir mal irgendwie in die Richtung. So, zünden wir das Licht mal an. Nein, 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 nicht wieder. Warte mal, ich bleib doch oben. Irgendwie muss es ja doch in die Richtung gehen dann. Scheinbar. Ich kann jetzt nicht runterspringen, oder was? Ich sterb doch sowieso, wenn ich jetzt hier runterhüpfe. Oder nicht? Ach, hier bitte. Ja. Das mache ich mal aus, gerade das Licht. Das muss doch irgendwie möglich geben, oder nicht? Ich habe ehrlich gesagt keine Hilfe dazu, jetzt nochmal runterzuhüpfen und dann nochmal mit den ganzen Weg hier zu laufen, die ganze Scheiße zu machen, die wir hier gerade gemacht haben. Oder wie seht ihr das? Hm? So. Aber irgendwie muss es. Ne, ich glaube nicht. Bereue ich jetzt, glaube ich. Ja. Gut, dann suchen wir halt weiter in der nächsten Folge, würde ich sagen. Oder? Ne, wir machen weiter noch ein bisschen. Komm. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja irgendwie auf den richtigen Weg mal kommen und wir mal weiterkommen. Gut, dann haben wir das eben auch wieder mal reingekommen. Gut, dann war das also falsch, dass wir da runtergehüpft sind. Ach, was soll der Kack eigentlich? Wo müssen wir denn da lang? Ne, ernsthaft jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie muss es ja auch mal so aufnehmen. Das ist doch nicht wahr. Also, das ist jetzt keine Absicht. Puh.
Ich will eigentlich nur auf den richtigen Weg irgendwie mal kommen. Irgendwie will ich jetzt mal so langsam auf den richtigen Weg hier kommen. Oh Mann. Für immer wenn dieses. Da sind wir wieder. Wie muss es ja. Warte mal. Hier ist die Leiter runter. Die hatte ich eben gesucht. Ich glaube, ich bereue wieder, dass ich da runter muss. So, scheinbar sind wir jetzt auf dem richtigen Weg unterwegs. Den wir von ganz oben da irgendwo gesehen haben. Zur Frage, habe ich jetzt letztens mehr. Doch, jetzt ist es richtig. Yay! Eine neue Aktualisierung auf der Karte. Dann geht das jetzt hier weiter, oder was? Ja, scheinbar. Scheinbar war das hier mal eine Straße. Lang gehen oder was? Wo komme ich jetzt runter oder was? Oder wie komme ich da überhaupt hin? Muss ich da überhaupt hin? Ja, scheinbar doch. Da gibt es eine Möglichkeit. Oder gibt es einen Weg da irgendwie außen rum? Also wir haben gesagt, wir müssen die nicht unbedingt angreifen, wenn ich wollte. Also versuchen wir tatsächlich mal den Weg hier außen rum zu gehen. Weil irgendwie will ich ungern mich da jetzt mit den Leuten rumschlagen. Und die Frage ist, wissen wir das überhaupt? Also sie meinte tatsächlich nicht. Aber schauen wir mal. Ich habe ja so manchmal meinen eigenen Kopf. Wir sehen uns heute quasi in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Metro Exodus. Wir sind jetzt Gott sei Dank auf dem richtigen Weg, so halbwegs Richtung dem wahrscheinlich einzigen Schiff. Und ob das die Rettung dann sein wird, das bleibt abzuwarten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, nämlich morgen um 16 Uhr wieder bei Let's Play Metro Exodus.